3 unserer Team-Videos. Und in diesem Video geht es darum, wie kann ich mir ein eigenes Team erstellen. Wenn ihr hier in der Teams-Übersicht seid, dann findet ihr hier unten den Punkt Team beitreten oder erstellen. Hier einmal draufklicken. Es gibt Teams mit Code. Wenn ihr ein Team erstellt habt, dann könnt ihr einen Code dazu generieren. Und wenn man sich anmeldet, dann kann man mit diesem Code dem Team beitreten. Der häufigere Weg ist allerdings einmal, dass ich ein Team erstelle. Und jetzt kann ich verschiedene Teams-Typen erstellen. Ich habe vorher schon erwähnt, im Video 2, um zum Beispiel den Aufgabenbereich nutzen zu können, da brauche ich ein Kursteam. Ja? Es gibt verschiedene Typen von Teams und je nachdem, welchen Typ ich wähle, diese Funktionen habe ich einfach zur Verfügung. Ja? Also wenn ich sage, ich möchte gerne einen Kurs erstellen und das ist wohl das Team, das ihr verwenden werdet, wenn ihr mit euren Teilnehmern gemeinsam ein Team bilden möchtet. Und dann nenne ich dieses Team Kompetenz Lab. Und zwar habe ich bereits ein Team Kompetenz Lab, das die Mitarbeiter sind. Das heißt, ich nenne das Kompetenz Lab Kurs 1. Kurs 1. So, nachdem unsere Teilnehmer aber über keine Teams-Lizenzen verfügen, kann ich sie nicht direkt als Mitglieder anlegen, sondern als Gäste. Das heißt, ich lege meine Kursgruppe mal ohne Teilnehmer, ohne Studenten an. Und wenn mein Team erstellt ist, dann füge ich diese Teilnehmer als Gäste hinzu. Dazu sage ich mal, zu meinem Kompetenzlab Kurs 1, ich möchte gern das Team verwalten. Und unter den Mitgliedern und Gästen, seht ihr, da sind noch 0, sage ich jetzt, ich möchte gern ein Mitglied hinzufügen. CLab tn01@gmail.com. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, diesen Teilnehmer, CLab, als Gast hinzuzufügen. Dasselbe mache ich noch für andere, CLab tn05@gmail.com als Gast hinzufügen. Und dann nehmen wir noch den CLab tn08@gmail.com. Als Gast hinzufügen. Das heißt, hier muss ich die Teilnehmer, meine Gäste, wirklich einer nach dem anderen anlegen, einmal auf Hinzufügen klicken und damit werden diese 3 Gäste meinem Team hinzugefügt. Schließen. Ja, und jetzt kann es eigentlich schon losgehen. Ich bewege mich in meinen Kanal allgemein. Und kann jetzt mal beginnen, Kursmaterialien hochzuladen. Das heißt, das landet dann in den Dateien. Ich habe hier bereits ein Kursnotizbuch hinterlegt. Dauert ein bisschen, bis es eingerichtet ist. Ich habe hier diesen Aufgabenbereich hinterlegt, der sich dann komfortabel hier von der Seite ansteuern lassen wird. Und ja, mein Team ist bereits zusammengestellt. Schauen wir uns an, wie schaut das aus der Sicht der Teilnehmer. Das heißt, ich wechsle mal in meinen Webbrowser und zu meinem Gmail. Ich melde mich mal an als der eingeladene Teilnehmer Nummer 8. CLab TN08 war das.
Hoffentlich passt das Passwort. Ja, das Passwort passt. Got it. Nee, speichern. Und ihr seht, ich habe jetzt hier eine Einladung bekommen in den Kurs Kompetenz Lab Kurs 1. Und jetzt klicke ich mal auf Bitte öffnen. Jetzt bin ich natürlich bereits in Teams angemeldet mit meiner Update-Adresse. Das heißt, ich muss mich abmelden. Abmelden und mit einem anderen Konto anmelden. So. Der CLAB TN08, der hat noch kein Microsoft-Konto. Das ist allerdings eine Voraussetzung. Ich muss keine Microsoft-E-Mail-Adresse haben, um mich anzumelden. Das geht auch natürlich auch mit einer Gmail-Adresse. Aber diesen Schritt muss ich davor machen. Ich benötige noch ein Passwort für mein Microsoft-Konto. Ja? Das müssen eure Teilnehmer sich erstellen. Einmal kurz nachgedacht. Oh ja. So, dann müssen wir das hier noch ausfüllen. Lästig wie immer. Ihr wisst das schon. 1. Januar 1970. Weiter. Dann muss ich noch die E-Mail-Adresse bestätigen. Ich bekomme jetzt hier diesen Code per E-Mail. Schauen wir mal, ob das schon gekommen ist. Jawohl, da habe ich meinen Code bekommen. 3125. 3125. Weiter. Jetzt muss ich noch nachweisen, dass ich kein Roboter bin. Das heißt, was soll das sein? Ein Bärchen? Ein Bär? Ein Wolf? Richtig drehen. Hat gepasst. Habe ich richtig gemacht. Ich bin kein Roboter. Angemeldet bleiben. So, was möchte gerne? Die ÖSB-Gruppe möchte gerne die Anmeldung für mich durchführen und Namen, E-Mail-Adresse und Foto lesen. Okay. Dürfen Sie. Und wenn alles gut geht, sollte ich jetzt, so, jetzt wieder die Möglichkeit, mir Teams herunterzuladen und zu installieren oder stattdessen die Web-App verwenden. Ich mache weiter in der Web-App. Na, ich bin noch angemeldet da. Ich melde mich nochmal hier ab und nochmal an. Na, ganz wie ich das hätte, war das aber nicht. Teams, Microsoft.com. Stattdessen die Web-App verwenden. Ich habe gesagt, ich möchte mich abmelden. Ich möchte mich stattdessen als CLAB anmelden. So. Ja, angemeldet bleiben. So, bei mir ist es natürlich ein bisschen komplizierter, weil ich natürlich mit mehreren Konten an- bzw. abgemeldet bin. So, und jetzt hat das auch richtig geklappt. Jetzt wurde ich wirklich richtig abgemeldet und neu angemeldet. Und ihr seht, als der Teilnehmer, Competence Lab Teilnehmer Nummer 8, bin ich jetzt hier in meinem Team. Ich bin Gast im Team. Ich kann das Team nicht bearbeiten. Und ich sehe, hier ist alles, was ihr in dem Team hinterlegt habt. Ich glaube, das reicht einmal für die ersten Schritte. Ja. Ich würde euch bitten, dass ihr das Ganze mal ausprobiert. Ihr könnt ja auch mal probieren, ein Team mit euren Arbeitskollegen zu erstellen, einfach mal, um ein bisschen reinzukommen. Ja? Alles klar, das
war der dritte Teil des Videos. Es werden noch weitere Videos folgen. Wir werden uns alles noch im Detail anschauen. Es gibt dann noch einen Haufen Tipps und Tricks, die ich euch verraten werde. Aber ich glaube, die ersten Schritte sind wir mal gegangen und wir freuen uns drauf, wie es weitergeht. Alles klar, einen schönen Tag noch und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Baba.